Wir schwingen nach oben, setzen das Bein vorne ab und gehen so zurück. Andere Seite ist gleich. Hochschwingen und wieder zurück. Okay? Gut, dann würde ich sagen, können wir anfangen. So, auch ein bisschen auf zu, los geht's. So, und wir springen auf zu, auf zu, auf zu. Handflächen auf die Oberschenkel und springen. Und bewegen auf zu, auf zu, auf zu. Und springen, 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 Arme schön hoch. Und bewegen, bewegen, bewegen. Und ein bisschen auf der Stelle springen. Mal ganz locker springen, 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 springen und die Beine vor zurück nehmen. Immer vor zurück, vor zurück, vor zurück. Jetzt nehmen wir die Arme noch dazu. Immer auf zu, auf zu, auf zu. Und bewegen. Immer hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Und ein bisschen Mitte tief ziehen. Und hoch, tief. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Linkes Bein vor, rechtes Bein hinter und immer hoch tief. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wechseln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wechseln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wechseln. Von hier aus. Ich mache das kurz seitlich. Rechtes Knie absetzen. Bein anwinkeln. Und mit der linken Hand, ja, linkes Bein ist vorn. Die linke Hand fasst das rechte Bein. Und ein bisschen ranziehen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wechsel. Andere Seite. Gleiches. Rechtes Bein vornehmen. Links aufs Knie. Anwinkeln. Rechte Hand fast. Linkes Bein. Und halten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wechsel noch einmal und sofort halten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wechseln und noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wieder auf. Und ein bisschen lockern. Und Hüfte bewegen. Lockern, lockern, lockern. Wo ich denn hier? Und lockern. Schön bewegen. Die Hüfte immer drehen, 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 drehen. Und wieder auf der Stelle springen. Mal aus dem Sprunggelenk raus. Ferse bleibt in der Luft. Und wieder vor, zurück. Immer vor, zurück, vor, zurück. Und rechtes Bein lassen wir hinten. Arme nach oben. Ja, Ellenbogen ran am Körper. Kleine Fingerseite schaut nach vorne, uns ungefähr auf Augenlinie. Links einknicken, rechts strecken, immer nach vorne kicken, wieder hinten absetzen. Und wir gehen 1, zurück, noch einmal. 2, zurück und wieder. 3, zurück. 4, zurück. 5, zurück. 6, zurück. 7, zurück. 8, zurück. 9, zurück. 10. Wechseln, andere Seite. Linkes Bein kickt von hier aus. 1, zurück. 2, zurück. 3, zurück. 4, zurück. 5, zurück. 6, zurück. 7, zurück. 8, zurück.
9, zurück, 10. Und locker, Hüfte bewegen. Immer drehen, 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 drehen. Okay. Beine ausschütteln, Hände in die Hüfte, ein bisschen kreisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gleichen Kick machen wir nochmal aus langen Stellung unten. Einmal runtergehen, Hüfte runter. Ja, da ist ein bisschen Kraft mit dabei. Wir drücken uns jetzt nach oben und kicken mit dem rechten Bein nach vorn. 1, wieder runtergehen. Ein bisschen wippen, wippen, wippen. Und noch einmal. 2, Kick und wieder zurück. Wippen, wippen, wippen. Und 3, und wieder zurück. Wippen, wippen, wippen. Und 4, und zurück. Und 5, up, und zurück. Beinwechsel. Hier auch wippen, das linke Bein kickt. Über das rechte Bein hochdrücken. Und 1, zurück. Und 2, zurück. Und 3, zurück. 4, zurück. 5, zurück. Und absetzen. Beide lang. Und lockern, 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 lockern. Vorm Fassen tief ziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisschen mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rechtes Bein ranziehen. Beide Hände links tief ziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Von hier aus das rechte Bein ein bisschen nach hinten wegnehmen. Ja, also das Knie weiter nach hinten drehen. Ja, Knie weiter nach hinten und wieder tief. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wechseln. Jetzt nur noch ganz normal das linke Bein rannehmen. Rechts vorn, hoch, tief. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Linkes Knie nach hinten. Ja, bleibt aber angewinkelt und beide Hände vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Von hier aus sofort wieder wechseln. Rechtes Bein nach hinten, linkes Bein nach vorn. Gleiches Knie nach hinten wegstrecken. Und wir gehen wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir wechseln. Linkes Bein nach hinten und tief. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und locker. Immer schön bewegen, bewegen, bewegen und vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beine ran. Rücken gerade und hoch tief. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wieder auf. Bisschen Hüfte bewegen, lockern. Lockern, lockern, lockern. Gut. Beine ausschütteln, rechte Hände in die Hüfte. Das rechte Bein nehmen wir jetzt seitlich rechts hoch. Das heißt, das linke leicht einknicken. Ja? Links leicht einknicken, Gewicht aufs linke Bein. Und jetzt das rechte quer, also seitlich nach oben schwingen. 1. Na? Das linke Standbein kann sich dabei ein bisschen drehen. Das ist okay. Zusammen stehen und wir gehen. 1. Nach oben. Nochmal. 2. Und wieder. 3. Immer die Richtung schauen. 4. Kopf drehen. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wechseln. Andere Seite. Gleiches. Rechts ein bisschen einknicken. Links gestreckt. 1. 2. 3. 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10 und lockern. Ja, bewegen, bewegen, bewegen. Heute machen wir 4 Stretching. Mal lockern, lockern, lockern. Beine ungefähr einen Meter auseinander und tief. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt sind die Hände noch vor den Zehen. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt nehmen wir die Hände nach hinten, flach auf den Boden. Jetzt ziehen wir uns ein bisschen nach hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Linkes Bein auf die Ferse, rechtes Bein bleibt. Das knickt nur ein. Und dann gehen wir mit dem Hintern runter. Auch ein bisschen wippen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wechseln, andere Seite, das heißt links quer drehen. Ja, jetzt seht ihr das mal aus der Richtung. Rechtes Bein strecken, hoch tief. 1, 2, 3. Hier ist immer Luft. Ja, also nicht den Oberschenkel auf den Unterschenkel legen, sondern Luft lassen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wechseln. 1, 2, 3, 4, 5, wechseln, 1, 2, 3, 4, 5, wechseln, 1, 2, 3, 4, 5, wechseln, 1, 2, 3, 4, 5, und absetzen, ein Meter lang. Und lockern, 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 lockern. Wieder vor und tief. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beine ran. Rücken gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt legen wir uns auf die rechte. Mach erst mal ein bisschen Wippen. Mal links, rechts, links, rechts, links. Jetzt gehen wir nach rechts, auf die rechte Seite legen, Hände hinter das Bein, ja, und das linke Bein hochnehmen. So, und jetzt von außen, ja, hinten an der Ferse fassen, an der Sehne und ranziehen. Eins. Wichtig ist von außen, nicht hier von innen, außen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Von hier aus wechseln, das heißt links einknicken, rechts strecken, hinten ablegen und ran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wieder wechseln und wir gehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und Beine zusammen, gleich, Rücken gerade wieder hoch tief, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Mitte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt gehen wir nochmal auf die rechte Seite, das linke Bein ziehen wir ran. Zwei Versionen vom Frontkick. Einmal nach vorn, das heißt wir stoßen mit dem Fußballen, also Konzentration liegt auf dem Fußball. Mit dem kicken wir einmal nach vorn, dann ziehen wir ran, das ist ein Stoßtritt nach vorn. Und dann machen wir mal einen Schnappkick aus dem Knie raus, mehr nach oben. Zwei, also nach vorn, oben. Vorn, oben, 1, oben, 2, oben, 3, oben, 4, oben, 5, oben, 6,
oben, 7, oben, 8, oben, 9, oben, 10, oben, wechseln. Andere Seite, gleiches. Die Seite legen, rechtes Bein ranwinkeln, als erstes ein bisschen Fuß vorkippen, dass man auch wirklich mit dem Fußballen nach vorne stößt. 1, ran, 2, 1, oben, 2, oben, 3, oben, 4, oben, 5, oben, 6, oben, 7, oben, 8, oben, 9, oben, 10, oben, wechsel, gleiches nochmal. Auf die Seite, Bein oben und wieder vor, oben, 2, oben, 3, oben, 4 und 5, 6, 7, 8, 9, 10, wechsel und wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und lockern die Beine. Aber lockern, 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 lockern. Und vorn fassen tief. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beine auf. Rechts, links. Spannung. Ja, bisschen auf Spannung. Erstmal ein bisschen so links, rechts. Immer mit der Schulter zu den Knien. Mit den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir gehen zur Mitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir gehen nach rechts. Linke Hand geht oben drüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir gehen nach links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir gehen nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belassen wir erstmal dabei. Wir gehen nachher nochmal tiefer. Wir schließen. Lockern, lockern, lockern und auf. Und ein bisschen Hüfte bewegen. So. Jetzt haben wir ja schon zwei Frontkicks, also Kicks mit dem Fußballen. Kurz ausschütteln, lockern. Jetzt machen wir noch einen Schwungkick, also auch wieder mit dem Fußballen. Wir nehmen die Hände erstmal in die Hüfte, stehen lang. Jetzt schwingen wir mit dem rechten Bein nach oben. Ja? Und zwar gestreckt. Nach oben schwingen, wieder hinten absetzen. Wichtig ist, dass ihr das Knie gerade lasst. Ja? Schwingen, zurück. Der Rücken bleibt gerade zusammen. Lang stehen und los. 1. Und nochmal 2. Und wieder 3. Und nochmal 4. Und 5. Und 6. Und 7. Und 8. Und 9. Und 10. Wechseln. Linkes Bein und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und Hüfte lockern. Und bewegen. Gut, rechts zurück, Kampfstellung, seitlich stehen. Gleicher Kick nochmal. Jetzt nehmen wir das Bein noch höher und wechseln jedes Mal die Seite. Das heißt, wir setzen den Kick vorne ab. Anschauen, seitlich stehen. Wir schwingen nach oben, setzen das Bein vorne ab und gehen so zurück. Andere Seite ist gleich. Hochschwingen und wieder zurück. Okay? Also, seitlich stehen. Rechtes Bein kickt. 1, ganz gestreckt. Wieder zurückgehen, Rücken gerade lassen. 2,
Und so, jetzt ist man schwunkig, das heißt, das Knie bleibt gerade. Und drei, nur hochschwingen. Und noch einmal, vier. Und wieder zurück. Und noch fünf. Und zurück. Sechs. Und zurück. Sieben. Und zurück. Acht. Und zurück. Neun. Und zurück. Zehn. Und zurück. Machen wir gleich nochmal eine Runde. Eins. Und zurück. Immer ein bisschen höher. Zwei. Und zurück. Drei. Und zurück. Vier. Zurück. Fünf. Zurück. Sechs. Zurück. Sieben. Zurück. Acht. Zurück. Neun. Zurück. Zehn. Und locker in Hüftwege hin. Das dürfte jetzt alles schon schön locker sein, gedehnt. Da legen wir heute ein bisschen Fokus drauf. Immer lockern, 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 lockern. Hände in die Hüfte. Kreisen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wieder Mitte tief und wir gehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Große Bewegung. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, wir bleiben seitlich und wir stellen uns auf unsere eigenen Hände. Das heißt, nur Knie einknicken, Hände, Handflächen unter die Fußballen. Dann geben wir da Druck drauf, aber nicht die Ferse vom Boden lösen, dann fallen wir um. Ja? Oder viele fallen um. Das Balancieren ist recht schwer. Und jetzt strecken. Eins. Runter. Zwei. Runter. Drei. Runter. Vier. Runter. Fünf. Runter. Sechs. Runter. Sieben. Runter. Acht. Runter. Neun. Runter. Zehn. Lösen und wieder lockern und bewegen, bewegen, bewegen. Gut, rechtes Knie runter, linkes Bein nehmen wir hier vorne quer, einmal so zwischen die Hände, so, ja, dann drehen wir die Hüfte komplett rum und machen den Fußbein lang, ja, dass wir so fast auf einer Linie sind. Den Fuß haben wir vorne eingehakt, hinten liegt man auf dem Knie. Und so, dass der Fußball nach unten schaut, die Ferse nach vorn. Und dann die Hüfte ein bisschen anheben und halten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wir gehen ein bisschen weiter runter, auf die Unterarme. Eins, zwei, drei, vier. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, wechseln. Andere Seite. Gleiches. Rechtes Bein nach vorn. Einknicken. Zwischen die Arme nehmen. Hinten den Fuß. Gerade wegstrecken. Ja. Rücken gerade. Und halten. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und jetzt gehen wir nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und lösen. Und wir lockern. So, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen weiter auseinander. Mal lockern, lockern, lockern. Dann haben wir es doch fast schon geschafft. Ein bisschen Stretch. Gut, Beine auf. Ein bisschen weiter auf. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr auf Spannung. Das heißt, Beine weit auseinander, Hände hinter den Hintern. Ja? Dann könnt ihr euch mit den Fäusten noch so ein bisschen nach vorne. Ich zeige euch das mal seitlich, wie ich das mache.
Also das funktioniert ganz gut, wenn man schon relativ weit auseinanderkommt. Wenn man schon nicht so weit auseinanderkommt, dann ist es schwierig. Wer weit auseinanderkommt und weiter möchte und merkt, es geht noch was, Fäuste an den Hintern ran, Hintern hochheben, also Gewicht auf die Arme legen und nach vorne schieben. Ja? Und möglichst, man kann zum Beispiel sich an eine Wand setzen, dass die Füße von der Wand blockiert werden, oder aber auf einen Boden, der nicht so sehr rutscht, und dann nachgeben. So lange, bis Spannung da ist. Dann Rücken gerade lassen und erstmal nur sitzen. Rücken gerade halten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hände in die Mitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ihr seht nicht, der Rücken buckelt ein, also nicht so, sondern wir gehen immer in der Hüfte. Wenn das nicht weit runter geht, macht das nichts. Ihr geht immer so weit, dass in dem Bereich, wo es zieht, ein kleines bisschen weiter, immer ein bisschen mehr gehen. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Linken Arm aufsetzen, quer, rechten auch und weiter runter gehen. Rückenbett gerade. Arme quer nehmen unten und weiter gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schaut bitte, dass die Zehen nach oben schauen. 7, 8, 9, 10. Dass wir die Arme nach vorne lang und versuchen noch weiter runter zu kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir zurück, linken Arm quer, rechten Arm einmal nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wechseln, rechten Arm quer machen. Linken Arm seitlich nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wieder hochkommen. Linke Hand, linkes Bein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Links, linke Hand, fast linkes Bein, hinter dem linken Fuß, rechten Arm oben drüber. Jetzt ziehen wir immer so zur Seite, beziehungsweise von unten, jetzt nach vorne. So. 1, 2, 3, nicht nach unten, nach vorne. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und so mal Rücken gerade. Arme oben. Und halten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, nochmal Mitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, wer es jetzt noch ein bisschen schwieriger möchte, kann jetzt die Handflächen, das muss ich mal von vorne zeigen, so, der kann die Handflächen unter die Waden schieben. 1, 2, Beine gerade machen. Und dann den Hintern anheben. Das heißt, man sieht das wahrscheinlich recht schlecht jetzt, aber im Endeffekt liegen dann nur noch die Waden auf den Handrücken. Ja? Das heißt, unter euch ist dann Luft. Ja? Also, Fersen hoch, das ist Nummer 1. Hintern hoch. Ja, hier sieht man, wenn man wippen kann, ist man auch in der Luft. Ja? Am Boden sitzen geht nicht wippen. Also, wippen, halten. Oh, ein bisschen drunter. Das ist so für die Fortgeschrittenen, die dann sagen, ja, ich will ein bisschen mehr, ich komme schon bald auf, will noch mehr.
dann kann man das so noch ein bisschen ausheizen. Gut, Beine langsam wieder zusammen, schließen. Bisschen ausschütteln, das muss man jetzt gut merken, wenn man die Beine zusammen macht. Anwinkeln. Und lockern, lockern, lockern. Immer schön wippen. Also hin und her wackeln, nicht wippen. Wippen kommt gleich. Lockern, lockern, lockern. Beine ein bisschen enger zusammen. Jetzt wippen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Noch einmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und ausschütteln, locker. Gut. Für die, die nicht so weit auseinanderkommen, beziehungsweise die so einen Punkt haben, wo sie einfach nicht drüber hinwegkommen, sagen, es würde mehr gehen, aber sie kommen nicht. Kann man es so machen, einmal abknien, also auf die Knie gehen. Und jetzt machen wir den Spagat von eben nur noch auf den Knien. Das heißt, wir lassen die Beine jetzt komplett weg. Das heißt, Beine auseinander, so weit wie möglich, Hände in die Mitte und dann lassen wir uns mit der Hüfte nach unten fallen und rutschen mit den Knien weiter auseinander. Das sieht von oben aus wie so ein Frosch. Also wenn man oben drauf guckt, könnte man denken, Frosch. Ne? Dann gehen wir auf die Unterarme. So, die Hüfte nach unten. Und dann müsst ihr euch durch ein bisschen vor, zurück bewegen, den Punkt suchen, wo es zieht. Also wo ihr merkt, oh, da ist jetzt Spannung. Und da haltet ihr das. Ja? Das heißt, ihr könnt ein bisschen vorgehen, runtergehen und dann langsam nach hinten schieben. Den Spannungspunkt suchen und halten. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt ein bisschen wippen, immer wippen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Ja? Einmal den Rücken hochdrücken. So, das ist ein bisschen schwieriger. Muss man hier noch beweglich im Rücken sein. Also das ist so eine Möglichkeit, um im Spagat noch ein bisschen weiter runterzukommen, wenn das mit den Beinen nicht ganz so funktioniert. Oder wenn man mit den Knien Probleme hat und man merkt, es zieht immer im Knie, dann lassen wir es einfach weg, die Beine unten, und wir gehen nur mit den Knien auseinander, dann geht es in die Hüfte. Gut. Dann langsam zurück und aufstehen. Lockern. Also das ist noch so eine Möglichkeit, wo dann zusätzlich ein paar Zentimeter machen können. Ihr müsst es halt regelmäßig machen, das ist beim Stretching ganz wichtig. Wenn man einmal so ein bisschen Stretching mitmacht, da hat man noch nicht so viel davon. Muss wirklich regelmäßig sein. Besten zwei, dreimal die Woche, dann geht das relativ schnell. Also Stretching ist jetzt was nicht unbedingt sehr lange dauern muss. Klar, kommt immer wieder auf jeden selber drauf an. Nochmal ausschütteln, dann haben wir es geschafft. Immer lockern, lockern, lockern. Lockern. Ein was macht ihr bitte nicht, wenn ihr viel gestretcht habt, also viel Dehnung hattet. Am Ende stellt ihr euch nicht hin und sagt, boah, ich habe ja jetzt gedehnt, jetzt kann ich die Beine extrem hochreißen. Das bitte nicht machen, das mögen die Bänder und die Sehnen überhaupt nicht. Ja? Kann gut gehen, wenn man gut trainiert ist, dann funktioniert das schon. Wenn nicht, holt man sich sehr schnell mal Bänderriss, beziehungsweise also nicht nur nicht Bänderriss, sondern eine Zerrung. Oberschenkel, Muskelfaserriss, so rum, Muskelfaserriss, Muskelfaseranriss zum Beispiel, das ist nicht sehr schön, war ja auch schon beidseitig gehabt, das ist ein hässlicher Schmerz, ist nicht so toll. Ne? Also da bitte aufpassen, in der kalten nicht die Beine extrem hochreißen und wenn man viel gestretcht hat, dann auch erstmal langsam wieder rantasten. Das dauert ein paar Minuten, dann geht es schon wieder, dann kann man die Beine so langsam wieder dran gewöhnen, aber nicht direkt sofort. Gut, reicht für heute. Wir machen, nächste Woche dann ganz normal wieder Online-Training. Dann schauen wir mal, zwei Wochen lang bin ich in Kroatien, letzte Juliwoche, erste Augustwoche. Da soll das Videotraining weiterlaufen, das heißt, da wird dann aus Kroatien gestreamt. Wenn es funktioniert,
Ich probiere es. Es ist ja letztendlich auch ein bisschen abhängig von der Internetverbindung. Die Kamera ist auf jeden Fall mit dabei. Das heißt, ich kann zumindest Videos aufnehmen. Im besten Fall klappt das auch so, dass wir das machen wie jetzt, dass es gestreamt wird. Und im allerbesten Fall wird sogar parallel dazu in die Halle gestreamt. Und man kann dann aktiv hier in der Halle mitmachen, man kann zu Hause mitmachen. Oder wer zufälligerweise in Kroatien da auch gleichzeitig ist, kann vorbeikommen und damit machen. Gut, reicht für heute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, entweder in der Halle oder halt per Video. Bis dahin und tschüss. Danke.